konnten den kompletten Tumor entfernen. Mein Ehering ist weg. Melanie, 75E. Brustkrebse müssen zusammenhalten. Sie müssen jetzt Kräfte sammeln, Frau Kühne. Die Chemo ist kein Spaziergang. Ich mache eine Unterwäschenschau für Brustprothetik. Das wird so lustig. Das hat eine Weile gedauert, bis ich diesen Körper wieder hab limieren lernt. Das ist die Challenge. Ich muss arbeiten, ich gehe sonst ein. Morgen. Darf ich versuchen, das zu regeln? Wenn du unbedingt willst. Hm. So Pflanzen sagen nie, was sie wollen, ne? Klingt einfach den Mund nicht auf. Hanna ist in Göteborg und kümmert sich um ihr Leben. Vielleicht fängst du auch mal damit an. Hi. Wenn die eigene Mutter Krebs hat, das muss krass sein. Ich dachte, ich schau mal, ob du noch lebst. Und wie? Dein Mann? Gibt's den nicht mehr? Warum? Du trägst deinen Ehering gar nicht mehr. Mit Milos fühle ich mich frei, da ist nichts zwischen uns, kein Krebs. Kennt Stefan deinen Bademeister eigentlich auch? Ich kann jetzt nicht jeden Schritt mit dir absprechen. Doch! Diese ganze Krankheit dreht nicht nur dich was an, sondern uns alle hier. Ich will einfach mehr meiner Intuition folgen. Willst du mich verlassen? Bist du verrückt? Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute zu Gast einer der Stars aus Fritzi. Der Himmel muss warten. Herzlich willkommen, Nick Julius Schuck. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, ja, ich bin momentan in Berlin. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir denn? Danke, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's nicht nur ganz gut, sondern auch spätestens nach dem Gespräch super. Wirklich gut. Sehr gut. Ja, du bist dabei bei dieser Serie, die wahrscheinlich Millionen Menschen an ein Thema herangetragen hat, wo niemand hin will. Weil wir wünschen uns ja alle, dass die Menschen, die wir lieben, die uns nahestehen, dass denen nie was passiert. Wen spielst du und wer ist Fritzi? Also ich spiele den Florian Kühne, das ist der Sohn von Fritzi. Fritzi ist meine Mutter und Fritzi ist gleichzeitig ja auch Lehrerin. Ich weiß nicht, für die Leute, die Staffel 1 nicht gesehen haben, es geht grundsätzlich darum, dass es eigentlich direkt mit der Diagnose reinstartet. Fritzi hat Brustkrebs und wir zeigen dann innerhalb von 6 Folgen im ZDF, wie man mit so einer Diagnose umgehen kann, wie sich die Dinge im Leben verändern, wie schnell das manchmal geht, wie abrupt die nächsten Schritte sind in der Therapie, in der Behandlung. Und genau, ich stelle den Sohn dar, ich porträtiere den Florian, der eigentlich ja noch mitten in der Pubertät ist und der seine Mutter natürlich über alles liebt und auch große Angst hat, sie zu verlieren durch die Krankheit, aber damit am Anfang überhaupt nicht so richtig umzugehen weiß. Weil es einfach für einen 16-Jährigen sehr, sehr fordernd ist und er einfach so seine eigenen Probleme hat und gleichzeitig damit lernen muss, auch mit diesem großen Problem und mit der Krankheit seiner Mutter jetzt umzugehen. Und es gibt unglaublich viele gute Szenen. Ich greife mal eine raus, bei der hast du gar nicht so viel zu tun. Auf den ersten Blick. Ja, also Fritzi kommt und sie hat irgendwie eine Art Gipsabdruck ihrer beiden Brüste und es ist früh am Morgen, das hast du bestimmt vor gefühlt Jahren gedreht, aber vielleicht erinnerst du dich, und sie steht auf jeden Fall da, ruft so dich und den Vater rein und du bist noch total verpennt. Ja, und ja, hier guck mal, das hat dein Kunstlehrer gemacht, war ein bisschen komisch, dass der mich anfassen musste, aber so haben wir eine Erinnerung an beide Brüste. Und der Vater steht in der Tür völlig guckt, was passiert hier, und du stehst so da. Aha, und machst die Tür wieder zu und gehst schlafen oder wieder ins Bett. Ja, du, ich sag mal so, also diese Situation kenne ich nicht aus dem privaten Leben, zum Glück nicht, aber das sind jetzt, glaube ich, auch nicht so die Situationen, die man erleben will, und schon gar nicht am frühen Morgen. Also ich liebe meine Eltern auch über alles, aber es gibt so ein paar Dinge, die müssen einfach nicht sein. Und das ist lustig, dass du die Szene ausgesucht hast, weil ich glaube, wir haben sie tatsächlich auch früh am Morgen gedreht. Und ich bin kein Morgenmuffel, aber ich bin definitiv eigentlich ein Langschläfer. Deswegen hat es eigentlich gut reingepasst, so. Und das ist ja jetzt, gefühlt ist das eine sehr kurze Szene, die geht vielleicht maximal 60 Sekunden. Wie lang dreht man an so einer Szene, die dann doch recht übersichtlich ist? Sind das 10 Minuten, sind das 30, sind das 130? Das kommt immer drauf an. Also es ist so, dass man zum Beispiel, wenn man eine Serie dreht, so war es bei mir jetzt erfahrungsgemäß, dass man teilweise 7 Filmminuten am Tag dreht. Das heißt, du hast dann, ich glaube, in der Regel immer 10 Stunden laut einer Dispo. Das ist das Blatt, wo im Prinzip alles draufsteht, was man an dem Tag abarbeiten sollte. Hast du dann 10 Stunden Zeit, das Programm abzufertigen. Beim Kino ist es dann zum Beispiel so, dass du nur 3 oder manchmal auch nur 2 Minuten am Tag drehst. Bei Fritzi war es tatsächlich so, dass wir
vor allem auch im Haus natürlich sehr viele Szenen hatten mit Tanja, Flo und mir. Also Tanja hat meine Mutter Fritzi gespielt, Florian mein Vater. Und wir waren meistens zu dritt, aber wir hatten auch viele Szenen mit anderen. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie du sagst schon, wie lang die Szene ist, aber auch gleichzeitig, wie viele Personen da drin sind und aus wie vielen Kameraeinstellungen, also aus wie vielen unterschiedlichen Winkeln man diese Szene aufarbeiten möchte und dem Zuschauer darstellen will. Meistens beginnt man mit einer totalen, wo man erstmal alles sieht, dann geht man ein bisschen näher ran an die eine Schauspielerin, dann an den nächsten Schauspieler. Ich glaube, bei der Szene, die du gesagt hast, gab es noch einen Detail-Shot auf den Gips quasi. Und ja, das ist dann immer unterschiedlich. Aber ich glaube, so im Schnitt dreht man an 60 Sekunden so eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Es kommt aber auch darauf an, wie viel Dialog dann gleichzeitig dabei ist und wie viel Handlung. Und jetzt gibt es endlich die zweite Staffel. Ihr seid natürlich mit dem fettesten Cliffhanger überhaupt rausgegangen. Die OP startet, oder was war da los? Was waren die letzten Minuten der ersten Staffel? Erinnerst du dich noch? Ach, ja, es ist ganz witzig. Also ich bin natürlich immer super tief drin und dann, sobald man die Szene gedreht hat, ist es nicht so, dass man den Text schon vergessen hat, aber man geht irgendwie weiter. Deswegen Staffel 1 liegt ja jetzt schon ein bisschen länger, also in weiter Entfernung zurück. Wir haben das ja 2019 schon gedreht. Was ich aber auf jeden Fall noch weiß, ist, wie du sagst, es endet mit der OP. Fritzi hat ja ganz lange damit gehadert, ob sie sich wirklich operieren lassen möchte. Und jetzt ist es quasi so, dass sie, ich glaube, es ist die letzte Szene, dass sie in den OP geschoben wird. Und man, wie du sagst, absolut nicht weiß, wie es weitergeht. Aber genau, das waren so die letzten Momente, die Vorbereitung zur OP. Und Staffel 2, ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf, aber es geht relativ nah an diesen Geschehnissen auch weiter. Und man wird dann relativ schnell auch erfahren, wie die OP verlaufen ist. Und ich frage mich natürlich, wusstet ihr, als ihr die letzte Szene gedreht war, als die große Abschlussfeier der ersten Staffel war, wusstet ihr schon, es gibt eine zweite oder war, oh Gott, wir müssen gucken, ob die Quoten stimmen? Ich war leider nicht bei der Abschlussfeier dabei und ich habe im Nachhinein gehört, dass sie wirklich ganz gut war. Und ich bereue es zutiefst, dass ich schon wieder nach Hause, nach Köln gefahren bin. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es weitergeht. Und es gab natürlich, oder es gibt meistens vertraglich Optionen auf eine Verlängerung, aber es hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Also ob der Sender am Ende Lust hat, eine zweite Staffel zu machen, setzt sich, glaube ich, aus verschiedenen Sachen zusammen. Da bin ich jetzt auch nicht so der Experte, der dir das im Detail erklären könnte. Aber ich glaube, es kommt, wie du sagst, immer auf die Quoten an, es kommt ein bisschen auf die Kritik an und am Ende aber auch, wie es beim Zuschauer ankommt. Weil es kann ja auch sein, dass viele Leute das gucken und das trotzdem die Menschen gar nicht so sehr berührt. Und es ist ja auch immer so die Frage, macht es noch Sinn, überhaupt weiterzuerzählen? Aber dadurch, dass wir offen geendet sind, hat es auf jeden Fall durchaus Sinn gemacht, weiterzumachen. Und jetzt haben wir nochmal 6 Folgen gedreht, die bald dann, oder die jetzt ja im ZDF aktuell dann zu sehen sind. Also ich glaube, ihr habt sehr viele ZuschauerInnen verstört. Ich glaube, also es gibt nichts, was einen schlimmer zurücklässt als so ein offenes Ende. Aber es ist natürlich auch das kann eben nur Unterhaltung, dass man da bei Leuten, die man gar nicht kennt, die es gar nicht gibt, so mitfiebert und hadert und hofft und bangt und dann weiß man nicht mal, wie es weitergeht. Berührt dich diese Serie? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das große Glück, finde ich, schon früh mit den Krankheiten generell und mit Krebs und dieser ganzen, in Anführungszeichen, Tabuthematik in Berührung treten zu dürfen. Ich habe 2015 bis 2017 beim Club der Roten Bänder mitspielen dürfen, wo wir auch schon verschiedene Krankheiten behandelt haben. Und dadurch habe ich relativ schnell, finde ich, einen guten und offenen Zugang zu Krankheiten bekommen. Also ich kann wirklich von Glück sprechen, weil ich das absolut nicht selbstverständlich finde, dass ich wirklich nicht kerngesund bin. Man ist auch mal krank, aber bei mir sind es keine schlimmen Dinge gewesen, zum Glück. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber für mich war es immer so, ich bin sehr, sehr gerne ins Krankenhaus gegangen, ob das für einen Routinetermin war oder auch wenn man dann einen Angehörigen oder eine Angehörige besucht hat. Fritzi, da ist es jetzt so, dass das Thema natürlich in sehr vielen Familien ein großes Thema irgendwann zwangsläufig werden kann. Denn Brustkrebs ist ja ab einem gewissen Alter und generell auch manchmal so ein bisschen wie so eine Volkskrankheit. Und ich finde, es wird teilweise echt zu wenig drüber gesprochen. Und ich habe das auch hautnah miterlebt schon im privaten Umfeld. Und es stellt wirklich einige Dinge auf den Kopf. Und ich finde, es ist immer wichtig, Themen anzusprechen, die manchmal zu kurz kommen. Und es gibt viele Dinge, die es auf jeden Fall wert sind, erzählt zu werden. Aber bei Fritzi ist es einfach eine sehr offene Art, die Dinge zu kommunizieren, in der Serie generell. Fritzi macht ihr Ding und geht
mit der Krankheit um, so wie sie damit umgehen möchte. Und da werden verschiedene Konflikte gezeigt. Und es ist einfach so, wie das Leben ist. Es ist nicht immer nur leicht und es ist nicht immer nur schön. Und manchmal kann eine Krankheit aus dem Nichts kommen und dich komplett aus dem Leben reißen. Und deswegen berührt mich das grundsätzlich sehr. Ich hoffe ja, dass du irgendwann mal in einer Serie mitspielen darfst, die grundsätzlich nur positiv ist, witzig, eine Comedy. Weil natürlich, du warst beim Club der Roten Bänder, warst du Hugo, der gute Geist. Jetzt, wer es gesehen hat, und das war ja, glaube ich, halb Deutschland, weiß natürlich sofort, und sofort kommen die Erinnerungen zurück. Wenn du jetzt an den Club der Roten Bänder als erstes zurückdenkst, was ist das Erste, was du siehst? Das Erste, was ich sehe, ist tatsächlich, wie wir 6 Clubmitglieder bei Bernd Reichert, dem damaligen Vox-Senderchef, in der Wohnung sitzen und die ersten beiden Folgen wirklich in der allerersten Rohschnittversion, wo ein bisschen Musik dabei war, wo die Bilder noch nicht perfekt waren, der Ton noch nicht perfekt war, aber wir einfach diese Rohschnittfassungen gesehen haben und zu 6 wirklich gelacht und geweint haben und wir wussten, wir haben da vielleicht doch was ganz Schönes gemacht, weil wir über Monate zusammen saßen in Monheim in diesem Bürogebäude, was umgebaut wurde zu einem Studio und es war nicht so klar. Es war ja so zum ersten Mal eine Serie, die wirklich einfach, also eine Krankenhausserie, die wirklich die Sicht der Patienten darstellt und es einfach offen kommuniziert, so wie das Leben halt ist. Und wir wussten absolut nicht, wie es ankommen wird, ob es gut ankommen wird oder schlecht ankommen wird. Und für uns hatten wir so das Gefühl, dass es entweder das eine Extrem oder das andere ist. Und als wir die ersten beiden Folgen gesehen haben, ich glaube, ich war 13 noch damals, aber es war total schön und beruhigend, das zu sehen, dass uns das auf jeden Fall gefällt im Sinne von, wir sind einigermaßen zufrieden mit unserer Arbeit. Also ich bin eh so ein Schauspieler, ich sehe mich super ungerne und ich bin super kritisch immer mit mir. Aber das war wirklich, da hat man in der Gemeinschaft Zeit verbracht und es war eine gute Zeit. Und am Ende haben wir ja auch was ganz Schönes geschaffen und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich Teil davon sein durfte. Was ganz Schönes, also das ist mit die Untertreibung, die beste, die ich in diesem Jahr gehört habe. Kaum eine andere Serie hat Deutschland so bewegt. Die Quoten waren absoluter Traum. Vox war plötzlich auf einer Sphäre. Das hat seinesgleichen gesucht. Es war ein absoluter Rausch. Vor allem, wenn man überlegt, normalerweise, was passiert, wenn eine so erfolgreiche Serie zu Ende geht? Man überlegt, wie geht's weiter? Erzählt man davor? Erzählt man danach? Wie überhaupt? Und dann kam der Kinofilm. Wie ist man denn da auf dich zugekommen? Och, das weiß ich gar nicht mehr so. Ich glaube, es kam am Ende von Staffel 3 irgendwann der Regisseur Felix Binder auf uns alle so ein bisschen zu. Und dann, es war immer so aus Spaß, okay, wir wissen, dass es zu Ende geht mit Staffel 3, aber dann sehen wir uns ja vielleicht nächstes Jahr, dann machen wir einen Kinofilm noch oder so. Es war eher so ein Witz. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie das gestartet ist, aber irgendwann wurden die Schritte immer konkreter. Dann kam mal von der Produktion eine Mail an die Agentur von mir, wo man mal drüber gesprochen hat, so, hey, wollen wir uns mal zusammensetzen? Wie sieht's nächsten Sommer aus? Wir überlegen da, ob man vielleicht wirklich was machen könnte. Und dann war, glaube ich, war es so, dass ich mal bei der Produktion Bantry Bay im Büro saß und wir mal drüber gesprochen hatten. Da war, glaube ich, auch der Regisseur Felix Binder wieder dabei und die Autoren. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe Bantry Bay sehr und ich habe damals mein Schülerpraktikum bei denen machen dürfen und ich war immer mal wieder in Köln im Büro und habe sie ab und an besucht und dann haben wir irgendwann zwangsläufig einfach über den Kinofilm gesprochen und dann wurde es irgendwann konkreter, als es quasi eine Förderung gab und auch wirklich eine Geschichte im Sinne von, wir erzählen die Vorgeschichte, weil es sehr lange eigentlich ein Prozess war, wie du sagst, was wir erzählen und als das dann feststand und die Finanzierung ein bisschen konkreter wurde, dann ist es auch am Ende dazu gekommen, dass wir den Kinofilm noch gemacht haben, ein Jahr nach der Serie. Ja, und auch der war immens erfolgreich. Und die alte Gang war wieder zusammen. Das muss ja so schön gewesen sein für euch. Es war ein Traum. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja gar nicht so viele Drehtage, weil ich war von Staffel 1 an leider 4-5 Jahre gealtert und 30 Zentimeter gewachsen. Ich weiß noch, beim Voice-Over, bei der Aufnahme, haben sie meine Stimme unfassbar hochpitchen müssen. Deswegen haben sie mich zwangsläufig wieder ins Koma gelegt, beziehungsweise Hugo wieder ins Koma gelegt. Was ich aber nicht schlimm fand. Ich hatte schöne Tage, ich habe mit allen gelacht und die Szenen, die ich hatte, waren echt schön, auch im Schwimmbad in Hugos Zwischenwelt. Und ein Erlebnis ist mir immer noch so ein bisschen hängen geblieben. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Drehtag hatte und es war so ein bisschen, ja, wie nach Hause kommen einfach. Und ich habe mich super wohl gefühlt. Das Team war größtenteils wieder das Gleiche. Und dann war Jürgen Vogel dabei. Und wir hatten irgendwie einen Trailer zusammen, weil an dem Tag super viele Schauspieler dabei waren. Und es war für mich so, wow, okay, das ist Jürgen Vogel. Das ist so ein richtiger Star. Und ich komme so in meinen Trailer und habe halt gesehen, dass unsere Namen an derselben Tür waren. Habe so
versucht, meine Tasche irgendwie in die letzte Ecke zu packen, um ihn irgendwie nicht zu verärgern und halt richtig ordentlich zu sein, so. Und er kommt irgendwann rein und wir ziehen uns beide so das Kostüm an und er sagt so, du bist Nick, ne, du spielst Hugo, ey. Ich muss sagen, das ist einfach die geilste Rolle. Also du liegst hier dann gleich rum, das ist doch mega. Und wir haben uns ganz kurz dann noch unterhalten und dann hatten wir schon die erste Szene und für mich war es so total krass, wie offen Jürgen auch war, der ganzen Thematik gegenüber, aber auch uns gegenüber. Und wie du sagst, die ganze Gang war wieder am Start und es war wie nach Hause kommen, weil wir einfach so ein bisschen über die Zeit zur Familie geworden sind. Ich glaube, eine Kinotour gab es auch noch hinterher, also ein Wahnsinn, also auch für die Fans natürlich ein unglaublich schönes Erlebnis und jetzt ist es ja tatsächlich, man kann es nicht anders sagen, es ist ein Franchise geworden. Es gibt jetzt endlich das lang ersehnte Spin-off, Tonys Welt, Ivo Kortlang in der Hauptrolle. Frage ich mich natürlich, sehen wir dich da auch in der Serie oder darfst du da noch gar nichts verraten oder wie ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht. Also grundsätzlich ist es ja immer so, dass man nichts verraten sollte. Ich will auch gar nichts vorwegnehmen. Also ich würde sagen, wenn man das herausfinden will, muss man einschalten bei Vox oder TV Now. Aber ich würde auch nicht zu viel versprechen. Also es ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Sehenswertes geworden. Ich habe das noch nicht gesehen, das fertige Produkt, aber ich durfte Ivo am Set besuchen und durfte für Vox hinter den Kulissen so ein bisschen Making-of machen und ich weiß auch nicht, ob ich das sagen darf, aber das wird auf jeden Fall, ich glaube, auf Facebook zur Verfügung gestellt und ja, da habe ich Ivo und auch Amber, die die beiden Hauptrollen spielen, interviewen dürfen und sie einen Tag am Set so ein bisschen begleiten dürfen und mir das mal angucken dürfen und es ist was wirklich, wirklich Schönes geworden, es war eine gute Stimmung am Set und Ivo ist einfach, ich habe ihn gestern erst hier in Berlin gesehen, ist ein totaler Herzensmensch und ich glaube, er hat das Ding echt gerockt und ich bin sehr gespannt, die fertigen Folgen endlich mal zu sehen. Ich glaube, wir alle. Aber das Schöne war ja, für jeden, der gesagt hat, Mensch, ich will Ivo und Nick unbedingt mal zusammen spielen sehen, der hatte ja in der ersten Staffel von Fritzi die Gelegenheit. Ihr seid Kontrahenten gewesen. Was war da los? Was waren das für schöne Drehtage? Ja, es ist wie du sagst. Also vor ein paar Fragen meintest du, du würdest mir wünschen, dass ich mal was komplett Lustiges machen würde. Da hätte ich auch total Bock drauf. Also ich hätte Bock, mal wieder einfach eine Komödie zu drehen. Aber bei Fritzi war es tatsächlich auch ganz schön, weil es mal was anderes war. Im Sinne von Ivo und ich kamen aus dieser Club der Roten Bänder Welt. Wir haben wirklich beste Freunde gespielt. Er hat mir versucht, nachdem ich aus dem Koma aufgewacht bin, das Reden beizubringen. Er ist in mein Zimmer gezogen. Wir waren wirklich sehr eng und auch privat haben wir uns sehr gut verstanden. Und dann kommst du zu Fritzi ans Set und ich weiß noch, ich habe damals in Kanada gedreht und Ivo hat mir geschrieben und dann wollte er mich anrufen und ich so, es geht nicht, ich bin gerade übers Meer geflogen, das wird zu teuer. Und er so, ja, ich habe gehört, wir drehen bald zusammen. Und ich so, was denn? So, ich hatte noch keine feste Zusage. Und dann habe ich das herausgefunden und ich glaube wirklich, einer unserer ersten Drehtage war, dass wir uns geprügelt haben. Und das war total spannend, weil wir absolut null Berührungsängste hatten und uns eigentlich total lieb haben. Aber es war cool, sich mal, auch wenn es nur gespielt war, in Anführungszeichen, gegenseitig eine reinzuhauen. Und wir hatten eine super gute Dynamik, aber vor der Kamera haben wir es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, uns einfach auch mal nicht so lieb zu haben. Und das war zur Abwechslung auch ganz schön. Definitiv, definitiv. Und bei Instagram konnte man sehen, du hast vor nicht allzu langer Zeit mit Bjarne Mädel zusammengedreht. Ja, das ist richtig. Darfst du da was verraten? Oder? Ja, ein bisschen was kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben für die ARD in Koproduktion mit Arte ein Vater-Sohn-Drama gedreht, einen Spielfilm. Geliefert heißt er, der wird bald, es gibt noch keinen Sendetermin, deswegen sage ich bald, der wird bald zu sehen sein im Fernsehen um 7:45. Aber es dauert noch ein bisschen, aber es war letzten Sommer in Regensburg und München und es geht um Bjarne, einen alleinerziehenden Vater, der als Paketbote arbeitet und ja mich so ein bisschen großzieht. Ich bin der pubertierende Sohn und habe meine Probleme in der Schule, meine erste Freundin. Es ist generell schwierig, dass wir über die Runden kommen und ja, es ist. Wir hatten sehr, sehr intensive Szenen und eine sehr, sehr schöne Zeit und Bjarne ist auch einfach ein sehr, sehr cooler Kollege und es war mir eine große Ehre, seinen Sohn spielen zu dürfen. Und natürlich ist es ein Drama. Natürlich ist es ein Drama. Ja, man muss dazu sagen, Bjarne und ich haben uns auch gut verstanden und wir hatten auch eine gute Dynamik. Ich bin ein sehr, sehr großer Stromberg-Fan und ich hatte große Angst, irgendwie Anspielungen daran zu machen, weil ich nicht so ganz wusste, wie er reagiert. Das ist ja immer, ja, jeder Schauspieler reagiert ja unterschiedlich drauf, wenn man auf ein relativ altes Projekt noch angesprochen wird. Ich finde es immer ganz schön. Und irgendwann hatten wir einen Hund am Set. Und
Es gibt ja diese eine... Hund im Büro? Ja, genau. Es gibt diese eine Szene, ein Hund im Büro. Und ich musste es irgendwann einfach sagen und ich wollte aber nicht. Und irgendwann platzt es aus mir heraus und er guckt mich wirklich an und ich wusste nicht, wie ich diesen Blick einordnen sollte. Blickt sich so ein bisschen um und dann kommt er so ein bisschen näher und sagt so, ja, also da haben sie mir die Erlaubnis gegeben und spielt diese Szene so weiter. Und das war so maßgebend für alles Weitere, was wir am Set gemacht haben. Deswegen, ich weiß nicht, den Film noch nicht gesehen, wie viele lustige Momente noch mit drin sind. Aber dadurch, dass wir so eine gute Dynamik hatten, haben wir auch ein paar gute Sprüche noch mit drin. Und es gibt auch ein paar lustige Situationen. Also es ist zwar Drama, aber gibt auch ein bisschen was zu lachen. Aber wie schön, dass er da direkt den Spruch rausgehauen hat. Ich wäre ja gestorben vor Freude. Ich war einfach nur unfassbar glücklich. Für mich, ich hätte nach Hause fahren können, ich hätte eine Woche Urlaub. Es war ein Traum. Sehr gut. Also Bjarne Mädel, Jürgen Vogel, jetzt wird natürlich Zeit, dass du auch mit ein paar großen Schauspielerinnen vor der Kamera stehst. Da mache ich mir aber keine Sorgen. Es gab einen krassen Moment. Ich glaube, er war sehr am Ende vom Club der Roten Bänder. Da stand, ich weiß es gar nicht, eine Frau, ich weiß nicht, ob es eine Lehrerin war oder irgendwas, und die hat zu Hugo eben gesagt, vielleicht ist so eine schwere Krankheit ja doch für irgendwas gut. Und dann hat Hugo einen der für mich stärksten Sätze überhaupt gesagt. Jetzt könnte ich fies sein und fragen, ob du es noch weißt, aber ich glaube, ich sage ihn dir einfach. Ich weiß nicht genau den Wortlaut, aber ich glaube, er sagt sowas wie, nee, die braucht kein Mensch. Das ist wortwörtlich. Echt? Richtig. Okay, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht. Siehst du, genauso wie Bjarne den Text noch drauf hat, da hattest du diesen Moment auch noch in dir. Ja, den Moment werde ich nie vergessen. Das, ich weiß nicht, manchmal hat man so Projekte und ich bin wirklich dankbar, dass ich so früh schon zur Schauspielerei gefunden habe, weil es mich neben der Schule immer begleitet hat und ich habe das Gefühl, dass ich sehr früh meine Leidenschaft und so ein bisschen die Liebe meines Lebens schon gefunden habe mit der Schauspielerei eben. Und Club ist einfach so ein Projekt, ich glaube, das wird man nie vergessen, das will ich auch nie vergessen. Und die Szene mit der Lehrerin, es war auf der Vorlesung, wo Hugo sein Buch vorstellt am Ende von Staffel 3, das war der allerletzte Drehtag und kurz danach ist die allerletzte Klappe gefallen und wir hatten vorher noch einen Drehtag, wo wir alle 6 zusammen waren und dann wusste ich, okay, ich fahre das Ding morgen irgendwie mit Regie und Team alleine nach Hause und das, ich weiß gar nicht, so viele Emotionen an dem Tag und man hat die ganzen letzten Jahre nochmal Revue passieren lassen und ja, ich glaube, das wird man nie vergessen, aber es ist auch ganz schön so. Ja, ist auch das, was mir an dieser Szene so unglaublich gefallen hat, ist, diese Lehrerin sagt diesen Satz, und ich weiß jetzt nicht, ob es der Schnitt war oder in echt auch, aber Hugo in dem Fall knallt ihr so schnell in die Parade, weil sie meint das ja so voll, ach, und vielleicht ist ja doch, nee. Also wirklich so schnell, so gut, hatte übrigens auch Stromberg-Niveau. Wahnsinn, ey. Fritzi, zweite Staffel, warum muss man denn unbedingt einschalten? Oh, ich glaube, wenn man, ob man Staffel 1 gesehen hat oder nicht, ich glaube, wenn man Lust auf gute Unterhaltung hat, wo man wirklich lachen, schmunzeln und auch weinen kann und umfangreiche Sachen sehen möchte und gleichzeitig natürlich mit einer großen Bürde im Sinne von Fritzis Krankheit konfrontiert wird und Lust hat, einfach einen gemütlichen Fernsehabend mit der Familie zu verbringen, der einen nicht nur zum Lachen bringt, sondern eben ein bisschen komplexer als das ist und scheiße, ich weiß nicht, ob das zu viel Inhalt ist. Ah, es gibt eine Folge, da wird es auch ein bisschen lustiger und da passieren sehr viele schöne Dinge. Also wenn man Ivo sehen möchte, wenn man den wunderbaren Nachwuchscast, den wir bei Fritzi haben, mit Arvid Friese, Marlene Buro, Rosemarie Röse, ganz viele andere Kollegen, wenn man Tanja wieder sehen will, die, wie ich finde, Fritzi unfassbar gut und kraftvoll spielt und wenn man bei ihrem Abenteuer des Lebens weiterhin zusehen will, dann sollte man auf jeden Fall einschalten und dann kann man bestimmt auch was mitnehmen, wenn man den Fernseher anmacht. Braucht man Taschentücher? Auch, ja. Bestimmt. Das wird großartig, Fritzi, der Himmel muss warten. Zweite Staffel ist endlich draußen. Eine der Hauptrollen, Nick Julius Schuck. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Mich auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber wahnsinnig viel zu tun. Packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. Wow, das ist eine große Aufgabe. Kleine Drucksituation. Was ich gerne sagen möchte, ist, dass es da so viele Menschen draußen gibt, die alle irgendwie in ihrem eigenen Leben sind und dass man Glück hat, wenn man einem Bruchteil von der Bevölkerung, die auf der Erde leben, begegnet, dass man so viel erleben kann und dass es da draußen Menschen gibt, denen es besser geht und es gibt Menschen, denen es schlechter geht und
auch wenn es nur eine kleine Tat ist, kann so viel bewegen. Und jeden Tag eine kleine gute Tat ist ganz schön. Und wenn man jedem einfach empathievoll gegenübertritt und jeder die Möglichkeit hätte, seine Träume und seine Ziele zu verfolgen, dann wäre das doch ganz schön. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig zu sagen, dass man immer weitermachen soll. Es ist nicht immer einfach, aber solange es weitergeht, ist es sehr, sehr schön. Und das ist das wahre Glück.